Second Game hat einen Winners Round 2, ein 1. Okay, ja, jetzt kann man mich, glaube ich, hören. Gut, also das ist Winners Round 2. Der Gewinner muss gegen Nice Face oder Break. Okay, das ist auf jeden Fall ein Matchup, das man schon mal gesehen hat. Man sieht es grundsätzlich nicht sehr oft, aber ja, wenn man hier im Norden unterwegs ist, die beiden haben auf jeden Fall das ein oder andere Mal miteinander gespielt. Für die Leute im Chat, wisst ihr noch, wie die Seite hieß, wo man sehen kann, wie oft die schon gegeneinander gespielt haben und wie die ausgegangen sind, die Begegnungen, etc. Das Smash-Dadder? War das Smash-Dadder? Ich guck einmal nach. Ah ja, Tatsache, Smash-Dadder. Okay, also im Moment sieht es ganz gut aus für Belcampo. Mal schauen. Okay, mit dem Ledge Hang. Okay. Das war auf jeden Fall ziemlich interessant, allerdings auch gefährlich, wie man gesehen hat. Und Robin ist ein Charakter, der unfassbar stark zuhauen kann, wenn er das Schwert hat, was jetzt im Moment nicht der Fall ist. Von daher ist das alles even. Wir haben ja auch Rage on Deck, fast Max Rage hier bei Splash Mage. Und der erste Stock geht also an Belcampo, an Splash Mage. Belcampo muss Stock hier holen. So, wir sind mitten drin, ne? Ja, sehr gut. Erstes Game haben wir noch. Ja, sehr gut, sehr gut. Und wir sind auch bei 150 inzwischen. Ja, und das muss dann auch tatsächlich reichen. Hier den Stock-Stil. Sehr, sehr schön. Ja, und dann gibt es Inkling wieder gespielt von Belcampo. Haben wir vorhin schon im Double gesehen. Da auf jeden Fall sehr schön dabei. Hier jetzt auch ein bisschen mehr Kontrolle natürlich dabei, dadurch, dass wir im Single sind und nicht mehr vier Spieler auf der Map sind, hast du ein bisschen mehr Übersicht quasi. Ja, auf jeden Fall. Also da wirklich sehr, sehr gut das Ganze anzubringen. Genau, das Ganze ist Winners Round 2. Wir spielen von Anfang an Best of 5 durch. Das heißt, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie diese Begegnung ausgehen wird. Das sind auf jeden Fall schon ziemlich starke nordische Spieler hier. Ja. Wir hatten tatsächlich noch keinen, also on-stream hatten wir noch keinen, kein 5-Game-Match hier. Also alles war, glaube ich, nach dem vierten entschieden. Also maximal 3-1 hatten wir bisher. Achso, ich verstehe, ja. Genau, aber also bisher waren die Matches echt ausgeglichen. Da waren echt gute Matches dabei. Dann kriegt man ihn jetzt hier runter. Das reicht noch nicht ganz. Okay. Aber der Camp ist natürlich da wirklich gemein. Und damit ist jetzt hier quasi das Late Game erreicht mit beiden auf 0-0 und nur noch einem Stock übrig. Also die letzten beiden Begegnungen hat tatsächlich Splash Mage gewonnen. 3-1. Mhm. Aber so grundsätzlich sind die was. Ah ja, 4 zu. Oder was? 1, 2, 6, 7, 8. Ja, die hatten 8 Sets bisher. Und ja, es steht, glaube ich, 4-4. Tatsächlich. Ja, also ziemlich. Es wird ja also ein Tiebreaker jetzt gerade. Ja, wer von den beiden kann sich hier der Dominantere durchsetzen? Das reicht noch nicht ganz, ne? Wir sind noch dabei. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus für Splash Mage. Belcampo versucht sich hier noch zu retten. Ist aber in einer blöden Position. Kriegt hier noch einen mit. Und damit geht das erste Match hier an Splash Mage. Ja, starke Leistung auf jeden Fall. Das war knapp, aber ja, Splash Mage hat halt mit Robin so viel Killpower einfach. Ja. Belcampo, also ich meine jetzt eher Inkling, hat halt, naja, seine Setups, die er nutzen muss, um Leute zu killen, größtenteils. Er kann gimpen, er kann Setups machen. Gimpen heißt, dass du ihn einfach nicht mehr auf die Stage lässt. Genauso offstage killen. Und ja, das ist bisher noch nicht passiert. Man hat aber gesehen, dass er es versucht hat. Ja. Ja, du hast natürlich sehr viel Kontrolle mit dem Inkling, da, oder Zone Control halt. Und da
Das muss man natürlich dann erstmal ausspielen. Während du auf der anderen Seite natürlich diese hohe Damage-Power hast. Das ist schon sehr, sehr stark, aber wir sehen das gleiche Matchup nochmal. Beide bleiben bei ihren Charakteren. Und haben sich jetzt hier für die Focus Stage entschieden. Jetzt geht es ja erstmal wieder los. Robin hat ja auch Mana so ein bisschen, ne? Um ihre Zauber, glaube ich, zu machen. Kann also ihre Zauber nicht komplett spammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also wenn die Leiste leer geht, die von dem Buch, dann fliegt ihr Buch weg und sie kann das erstmal nicht nutzen. Ja. Sie kann das Buch tatsächlich dann als Item benutzen, also damit umschmeißen. Okay. Ja. Und mit dem Schwert das Gleiche. Weg. Also wenn das Schwert aufgebraucht ist, dann kannst du das Schwert rumschmeißen und dafür sind deine Angriffe dann aber auch deutlich schwächer. Ja. Weil mit dem Schwert, die sind massiv stark. Jetzt sieht man, ja, er hat das direkt geschnappt und geschossen. Ja. Das drückt natürlich sehr viel Damage. Aber wird ein bisschen von der Stage gehalten. Kann sich aber jetzt zurückarbeiten. Und kann jetzt selber ein bisschen von der Stage halten. Aber natürlich. Ja. Okay, wir sehen hier ein paar Shenanigans von Bibelcampo. Bibelcampo einfach nur. Ja. Bisschen unter der Stage, ein bisschen Faxen gemacht. Aber konnte sich noch raufholen. Jetzt sind beide Spieler tatsächlich recht stark gehittet und es kann jeder Schlag hier quasi zum Rauswurf führen. Aber der war es noch nicht. Oh, okay. Interessant. Oh, krass. Da hat er den Spot Dodge gereadet. Ja. Und also die defensive Option von Belcampo. Es war auf jeden Fall ballsy, also. Aber hat hier zum Erfolg geführt. Ja. Und hat sich dadurch jetzt erstmal den Vorteil erarbeitet. Und will den auch noch halten. Schön hier mit den Zaubern am Arbeiten. Aber kriegt doch die Bomben ab. Kann aber die eigentlich ganz gut dodgen. Und lädt hier schön seine Zauber die ganze Zeit auf. Und das drückt auf jeden Fall sehr viel rein. Und Belcampo momentan ein bisschen in der Bredouille. Findet irgendwie gerade nicht ganz zurück auf die Stage. Und muss hier wirklich gucken, wie er jetzt Flash Mage irgendwie runterschlagen kann. Denn immer noch 3 Stocks übrig, während Belcampo eben nur noch die 2 hat und auch schon wieder bei 110% ist. Da wirklich momentan eine schwierige Situation für ihn. Ja. Jetzt versuchen beide wirklich endlich diesen Stock runterzukriegen. Oh und das sieht so aus, das Schwert. Der Schwertwurf einfach in den Rücken. Sorgt dafür, dass Belcampo jetzt hier auf nur noch einem Stock ist. Während Splash Mage eben noch alle 3 übrig hat. Ja, und man sieht auch, dass er so ein bisschen nach dem Kill fischt. Und gerade dann ist man verwundbar. Ja. Also man macht starke Moves, man trifft sie nicht, dann kriegt man natürlich auch starke Moves rein wiederum. Und darum ist Belcampo jetzt auch schon auf 81% gerade. Ja. Das wird sehr, sehr schwer zurückzuholen. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr schwierig aus. Was ist da passiert? Das war ja merkwürdig, dass das Buch wahrscheinlich. Oh, und der Shield Break und das war's. Ja, das war's hier. Und mit 3 Stocks übrig holt sich Splash Mage hier den 2. Sieg. Und damit eben das 2:0 und den Matchpoint. Das heißt, da können wir auf jeden Fall bald also hat jetzt Splash Mage hier die Möglichkeit, das Ganze zu closen. Die Möglichkeit selber direkt weiterzuziehen. Das ist ja noch Winners Round, ne? Müsste das ist sein? Winners Round. Genau, das heißt, vielleicht wenn Belcampo hier dann jetzt verliert, dann geht es erstmal runter. Ist noch nicht alles vorbei. Genau. Und kann sich da dann noch zurückarbeiten. Aber auch beide sind ihren Charakteren wirklich treu und behalten die bei. Und auch die Stage ändert sich nicht. Das heißt, Belcampo sagt sich, dass irgendwie er das trotzdem hingekriegt jetzt. Vielleicht einfach ohne den Druck oder ohne den direkten Druck kriegt die da nicht. Oh! Sehr nein, der lebt noch, der lebt noch! Oh, yeah. Oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Versuch von Belcampo gerade. Ja. Aber kriegt den Damage halt sofort wieder rein, ne? Ja. Splash Mage. Ja, aber ich glaube, wenn Splash Mage ein bisschen mehr Prozente drauf hat, dann könnte das durchaus klappen. Einfach so ein Gimp. Und normalerweise macht Belcampo, wie man eben gerade gesehen hat, diese Bombe, wirft er immer Splat-Bomb, wirft er immer an den Rand und ich glaube, das sollte er weiterhin auch machen. Ja, das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr stark.
Im letzten Game wirkte er sehr ungeduldig, was das anging. Und dann wiederum, ja, dann kriegt man vielleicht den Kill, aber wenn man den eben nicht bekommt, dann bringt das nicht so viel. Jetzt ist man wieder ein bisschen offstage. Da ist natürlich dieses Feuercamping wirklich sehr gemein. Mhm. Da will man am liebsten immer sofort raus. Mhm. Aber das wiederum weiß Splash Mage natürlich, weil er diesen Charakter immer spielt. Und dann stirbt man erst recht. Und der F-Smash reicht noch nicht. Er geht direkt auf Stage. Oh, okay, aber kriegt den Kill nicht und verliert Stage Control. Und das meine ich. Deswegen, oh, jetzt aber. Ja. Yeah. Okay. Geht damit in Führung jetzt. Das heißt, deutlich anders als schon letztes Game. Hat er auf jeden Fall den Stock geholt. Wird aber gehittet. Reicht noch nicht ganz, aber Splash Mage will hier den Finish nehmen. Kriegen wir auch rein. Damit sind wir jetzt auf 2 Stocks pro Spieler. Ja, Splash Mage gerade eben sehr smart auf jeden Fall. Also normalerweise ist es so, du verlierst den Stock und dein Gegner versucht dann so defensiv wie möglich zu spielen, einfach um noch ein bisschen Damage zu drücken, den Stock zu halten. Ja. Aber das hat Splash Mage überhaupt nicht zugelassen. Hat ihn mit kleinen Projektilen die ganze Zeit genervt und ihn damit auch sogar den Stock gezogen. Ja, also das ist sehr, sehr gut. Hier jetzt eben auch wieder sehr viel Damage auf Backcamp raus. Während Splash Mage hier selber nur bei 24% jetzt tatsächlich. Aber da jetzt die Bombe, die du gesagt hast, war wichtig. Ne? F-Smash, oh, oder so. Uptilt, okay. Da geht jetzt richtig viel Damage rein. Sehr schön Kombo gemacht. Ich feiere sie. Und Up-Smash. Oh, das reicht sehr, sehr schön gemacht. Richtig gute Sequenz gerade von Belcampo. Geht hier also wohlverdient wieder in Führung und direkt wieder Evil. Direkt Ausgleich und beide 0%, 1, 1 Stock. Also das ist jetzt quasi das Ausgeglichenste, wie es sein kann. Das war bisher der größte Unterschied. Also Splash Mage kriegt die Kills ziemlich easy, während Belcampo echt hart dafür arbeitet. Ja. Aber da sind eben auch die Charaktere hier so unterschiedlich, dass man das gut sehen kann. Da wird schön weitergemacht. Oh. Aber konnte man sich rechtzeitig raus befreien. Aber da ist echt viel Damage im Haus. Also bisher sieht es sehr gut für Belcampo aus, der hier eben versucht, unbedingt noch drin zu bleiben, sich selbst die Chance offen halten möchte, im Winner's Bracket zu bleiben. Aber dafür muss er jetzt hier auf jeden Fall erstmal dieses Match holen. Oh. Aber es hat nicht ganz gereicht. Wow, und das war's auch schon. Das ist 3-0 hier gerade für Splash Mage. Ja.